Glocke soll kommen. Der muss das Kleinvieh füttern. Das soll Ole besorgen. Hauke, soll zum Deichgrafen kommen. Ich komme mit dem Zahlenkram nicht in Ordnung. Ja, Hocke, wenn ich dich nicht hätte. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ja, das ist aber schön. Immer fleißig bei der Arbeit? Na gut, ja, muss doch. Guten Abend, guten Abend, ja, Schulmeister. Guten Abend. Wie ist das Befinden, Deichgraf? Du, allzeit guter Stimmung. Und heute erst recht. Im Morgen kommt meine Tochter. Oh, wie lange war Elke fort? Seit dem Tod ihrer Mutter war sie bei ihrer Base. Schon über 2 Jahre. Da ist doch kein Wunder, wenn ich froh bin, dass sich mein weibliches Wesen um Hof und Küche kümmert. Besonders um die Küche. Was gibt's denn sonst Neues im Dorf, Schulmeister? Nicht zum Besten sieht's aus bei den Stürmen. 3 Leichen sind wieder angetrennt worden. Glaub nicht, dass sie wie Menschen aussahen. Nein, wie die Seeteufel. So große Köpfe. Die Kinder, mit denen ich draußen war, liefen schreiend davon, als sie sie sahen. Das sind die norwegischen Seegespenster. Der Schulmeister, der erzählt immer so Spukgeschichten. Also wenn niemand mehr was vorzubringen hat, dann ist alles in Ordnung, nicht wahr? Also meine Herren, so, so. Ah, da kommt etwas. Also wohl bekommt's, ihr Männer. Der schönsten Frau. Na, komm. Na.
auch sterben noch vergessen. Bist du geworden. Woher habe ich dem Vater rechnen helfen? Nun war ich so lange fort und du hast mich ausgestochen. Das habe ich nicht gewollt. Ach, denk nur nicht, dass mir es leid tut, Hauke. Es ist ja Mannessache. Das ist unser Haus. Und das ist unser Koog. Und das ist das Dorf. Und das ist die Hallig. Die Kreuze? Das sind Schäden am Deich. Das sind Schäden. Gott bewahr uns vor Hochwasser. Thank you.
Ochse frisst das feine Gras und lässt die groben Halme stehen. Und lässt die groben Halme stehen. Der Bauer schreitet hinterdrein und fängt bedächtig an zu mähen. Und fängt bedächtig an zu mähen. Und in dem Stall zur Winterszeit, wie wacker steht der Ochs zu kauen. Wie wacker steht der Ochs zu kauen. Was er als grünes Gras verschmäht, das muss er jetzt als Heu verdauen. Das muss er jetzt als Heu verdauen. Wenn's nur ein menschlicher. Ole, du musst dich dazu halten, wenn du Elke gewinnen willst. Eines Kleinknechts wegen braucht euch um Ole nicht bange zu sein. Jungfer Elke, ich habe schon in die Stadt geschickt, zum Oberdeichgrafen, damit er weiß, dass euer Vater gestorben ist.
Ufer, Elke. Es muss euch jetzt wohl einer beistehen, der Hof und Amt gut zu verwalten weiß. Bist du mit der Nachricht noch nicht zum Oberdeichgraf? Ich habe im Stall zu tun. Du fährst. Das hat nicht zu befehlen. Wohl nicht mehr als bisher. Jetzt bin ich der Herr im Hause. Ich denke, du bist der Großknecht. Wohl nicht mehr lange. Da kannst du sicher sein. Wer Elke Volkerts freit, wird ja wohl Herr im Hofe werden. Dann für dich noch Platz da ist, das wird sich zeigen. Oberdeichgraf,
Die Gevollmächtigten sind versammelt. Den alten Deichgrafen haben wir bestattet. Wo nehmen wir nun den neuen her? Guten Tag, Ole. Guten Tag. Da drin wird wohl über den neuen Deichgrafen gesprochen. Und wen wird man wählen? Sicher nur den, der einen stattlichen Hof hat. Glaubst du nicht, dass Wolinas Hof groß genug wäre, seinen Herrn zum Deichgrafen zu machen? Bedenkt es recht? Er ist zwar etwas jung, kaum 24. Aber alles, was in den letzten Jahren Gutes für Deiche und Siele in Vorschlag kam, das war von ihm. Aber er hat kein Land. Noch nie ist einer Deichgraf geworden, ohne dass er mit eigenem Grund und Boden ansässig war. Immer war der reichste Bauer Deichgraf. Wollen euer Gnaden mir ein Wort erlauben? Sprecht, Jungfer Elke. Was ihr von Hauke Hain hörtet, euer Gnaden, das ist wohl im Augenblick richtig. Aber sobald es sein muss, wird Hauke Hain das sein Eigen nennen können, was bis jetzt meines Vaters Hof und Boden war. Das wird für einen Deichgrafen wohl reichen. Hier ist der Ring. Hauke Hain ist mein Bräutigam. Unser Herrgott gebe seinen Segen. Und dass ein Deichgraf von solch junger Jungfer gemacht werden soll, das ist das Wunderbare an der Sache. Ja, aber eine Woche Bedenkzeit müssen wir erbitten. Es stehen noch andere zur Wahl. Euer Gnaden, einem rechten Mann wie Hauke Hain wird auch die Frau wohl helfen dürfen. Recht habt ihr, liebes Kind. Heute Abend komme ich. Ein Bauernreiten mit Kleinknechten hat es noch nie gegeben. Richtig, Kleinknechte und Jungs gehören nicht dazu. Da geht's um Hauke Hain. Hauke ist nicht mehr Kleinknecht. Er ist weg vom Volkertshof. Also noch weniger als Kleinknecht. Oder bald mehr. Was heißt das? Wer wird denn Deichgraf? Du, Ole? Oder? Ich halte auf Ole.
Ihnen. Hauke, ich habe gehört, du willst nicht reiten. Nein, ich will nicht. Du hast dich aber doch gemeldet. Dein Name steht doch schon auf der Tafel. Ja, aber als ich mich gemeldet habe, da habe ich gemeint, das ist ein Spiel, bei dem der beste Reiter siegen soll. Aber sie wollen ja nur die reichsten Bauern haben. Du willst also nicht reiten? Nein. Und dir ist durch gutes Zureden nicht zu helfen? Nein. Ist das dein letzter Entschluss? Ja. Hauke! Hauke! Du musst reiten, Hauke, komm! Ich halte auf Hauke. Thank you.
ist auch die Seele leid, so ganz geworden dein. Zittert in deiner Hand, tu ihr kein Leid. Ich bin der neue Knecht. Herr? Ich bin der neue Knecht. Lass sie nicht warten. Dem sind alle Silo und Schleusen zu schlecht, wenn sie sonst auch immer gehalten haben. Und am Deich finden sich immer neue Stellen. Hunderte von Karren Erde werden gebraucht. Gespanne, Arbeitskräfte. Das haben wir alles nur Hauke zu verdanken, der seines Weibes willen Deichgraf wurde. Warum habt ihr euch den aufhucken lassen? Das Pferdegerippe? Ich kann's nicht sehen. In manchen Nächten tun die Knochen so, als ob sie lebendig wären. Ich will wissen, ob da der Teufel seine Hand im Spiel hat. Willst du nicht ein Boot nehmen und hinüberfahren? Ich fürchte mich nicht. Thank you.
nichts. Nehmt's für 30 Taler und den Halfter gebe ich euch da rein. Nicht ja den Klepper. Morgen fand ich sie zerschlagen. Hunde. Lass sie. Sie wären gerne, was du bist. Ja. Mich erst einmal an. Was hast du? Deine Augen sehen so ins Weite. Nichts, Elke. Fort war er. Und wir haben das Teufelspferd im Stall. So. Thank you.
Zum Deich. Der Schimmel hat's in sich. Gestern hat er mich abgeworfen. Den soll der Teufel reiten. Und ich! Ist der Deich in Ordnung? Für sein Alter ist er ganz gut im Stand. Aber der neue Deich wird besser sein. Versteh dich nicht, Hauke. Was willst du? Ich will einen neuen Deich bauen. Und das ganze Vorland bis zur Hallig dem Meer entreißen. Wo hast du den Mut dazu, Hauke? Sei nicht so rasch. Das ist dein Werk auf Leben und Tod. Alle werden gegen dich sein. Ich weiß. Ich weiß es. Du sollst mich wenigstens nicht umsonst zum Deichgrafen gemacht haben. Ich will ihnen zeigen, dass ich einer bin. Und du stehst mir dafür ein, dass du es nachts auf der Hallig gesehen hast. So wahr mir Gott helfe. Das Schimmelgespenst. Schon seit einer Woche arbeitet er Nacht für Nacht an seinen Plänen. Was hat er denn vor? Einen neuen Deich will er bauen. Das ganze Vorland gewinnen. So? Hm? So. Nicht einmal von meinen Blumen macht ihre Bosheit Halt. Warst du im Dorf? Fast alle sind gegen Haukeheim. Die übrigen bringe ich auch noch auf deine Seite. Lass es gut sein, Olina. Was nützt es uns? Was es uns nützt? Wenn das so weitergeht, wird der Oberdeichgraf Hauke Hain absetzen. Und wer anders sollte dann Deichgraf werden als du? Es ist dunkel geworden, Hauke. Sogar das Licht vergisst du über deine Arbeit. Bist du bald fertig? Morgen kann der Bote mit dem Gesuch zum Oberdeichgrafen reichen. Da ist es, Erke. Nun gib ihm deinen Segen. Wir wollen fest zusammenhalten. Das wollen wir. Der neue Deich wird nämlich anders aussehen als der alte. Er wird nicht mehr steil sein, sondern zur Seeseite schräg abfallen. So brechen sich die Wellen viel sanfter. Und dann hält er ja auch viel länger. Das will ich meinen. 100 Jahre muss er halten. Und da muss der neue Deich laufen. Und da soll der Deich laufen. Und dieses ganze Vorland umfassen. Dort soll fruchtbares Ackerland entstehen und dem ganzen Dorf reiche Ernte bringen. Mitgefahren.
Die Oberdeichgrafschaft hat euren Plan genehmigt und den Befehl zur Eindeichung gegeben. Möge das Werk euch gedeihen. Alle Hofbesitzer unseres Dorfes versammeln sich morgen Nachmittag um die 5. Stunde am alten Deich. Dies ist der Wunsch des Herrn Deichgrafen. Ihr alle habt euren Vorteil davon. Jedem gehört anteilmäßig ein Stück des Vorlandes. Und so wird jeder einen neuen, fruchtbaren Acker gewinnen. Du verstehst zu rechnen, Hauke. Zu all deinen Anteilen am Vorland musstest du mir noch die meinen abzuhandeln. Und als du sie hattest, da hast du den Deichbau beschlossen. Du weißt wohl, Ole Peters, dass du mich verleumdest. Du tust es dennoch, weil du weißt, dass ein Gutteil des Schmutzes, mit dem du mich bewirfst, an mir wird hängen bleiben. Die Wahrheit ist, dass du deine Anteile los sein wolltest. Und willst du weiter wissen? Das ungewaschene Wort, das dir im Wirtshaus vom Mund gefahren, ich sei nur Deichgraf meines Weibes willen, das hat mich aufgerüttelt. Ich will euch zeigen, dass ich um meiner selbst willen Deichgraf sein kann, indem ich das tue, was schon die Deichgrafen vor mir hätten tun sollen. Der Deich war gut genug. 30 Jahre steht er schon. 30 Jahre! Der neue Deich soll 100 und abermals 100 Jahre stehen, trotz der höchsten Fluten. So werdet ihr für euch und für eure Kinder ein sicheres Land gewinnen, fruchtbare Ackererde dem Meer entreißen. Das ist es, was ihr zu eurem eigenen Vorteil einsehen solltet. Wir müssen die Kosten tragen. Das ist der ganze Vorteil. Wir haben Gott mit jedem Tag zu danken, dass er unser Dorf trotz unserer Trägheit gegen Sturm und Wasserdrang erhalten hat. Jetzt aber ist es wohl die 11. Stunde, in der wir selbst Hand anlegen müssen. Mit all unserem Wissen und Können müssen wir an die Arbeit gehen und dürfen nicht auf Gottes Langmut weiter trotzen. Ich selber will die Räder schieben und froh sein, wenn sie nicht zurückgehalten werden. Thank you.
Stärke. Elke, so kenn mich doch. Ich bin ja bei dir. Guten Morgen. Gleich wieder zum Doktor schicken. Ihr Nachteichgraf, ihr habt nicht Freunde unter diesen Leuten. Soll euer Deich halten, so muss etwas Lebendiges hinein. Ein Kind ist besser noch, aber ein Hund tut es wohl auch. Schweig du mit deinen Heidenlehren. Kennt ihr den Hund? Kennt ihr den Hund? Dann ist er mein. Die Frühlingsarbeit steht vor der Tür. Und da soll ein millionenlanger Deich gebaut werden. Da muss ja alles liegen bleiben. Da haben wir nun die Bescherung. Und Proteste werden nicht helfen, da der Oberdeichgraf unserem Deichgrafen den Daumen hält. Ja, ja. Wasser. Das Wasser. Hauke. Der Deich. Halt mich, Hauke! Mein Gott, nimm sie mir nicht. Du weißt, ich kann sie nicht entbehren. Herrgott. Der neue Deich ist mit Gottes Beistand bald fertiggestellt. Vor Beginn der Herbststürme muss der Damm stehen. Wir vermahnen jedermann, tatkräftig dieses Werk zu fördern und nicht, wie öfters geschehen, durch Säumnis oder Trägheit zu behindern. Wer sich den Anordnungen des Deichgrafen nicht fügt, wird harte Strafe zu erwarten haben.
Das heißt also noch mehr Arbeit. Für den Deich noch mehr Gespanne. Und die Ernte kann darüber verfaulen. Das wollen wir Hauke Hain sagen. Komm. Der ganze alte Deich ist unterhöhlt. Der alte Deich wird halten. Darum ist mir nicht bange. Der neue Deich muss fertig werden, ehe der Herbst und die Stürme kommen. Das ist meine Sorge. Deichgraf, weißt du, was die Leute im Dorf sagen? Der Schimmelreiter hat uns mit seinem neuen Deich ein fressend Werk gestiftet. Was glaubst du, würden die Leute erst sagen, wenn ich nur noch mehr Gespanne und noch mehr Arbeit verlangte, um den alten Deich auszubessern? Liebe Mannes, es ist ein hartes Amt, die Gemeinde vor unseres Herrgotts Meer zu schützen. Bist du? Hauke. Mein Mann. Ich bleibe bei dir. Das musst du auch, Elke. Du hast mich lieb? Vollendet. Ein Deich ist erstanden. Er ist ein Bollwerk gegen die Gewalt des Meeres, wie bisher noch keines erstand. Wollt ihr euer Land in Zukunft weiter schützen,
So gebt dem alten Deich die gleiche neue Form, die Hauke Hain geschaffen hat. Ja, baut solche Deiche weiter hinaus. Für euch und für unser Volk neue Erde, neuen Lebensraum zu schaffen. Euer Werk legt Zeugnis dafür ab, was Gemeinschaftswille vermag. Geht weiter mit Hauke Hain. Kommende Generationen werden ihm danken für seine Tat. Dort wird neues Land erstehen. Neue Höfe. Neue Äcker. Dort wird reiche Ernte für euch alle Jahr für Jahr reifen. Lebendige Kunde von dem, was der Deichgraf heute geschaffen hat. Thank you.
Gott mit euch! Ihr sollt mein Werk nicht zu Schanden machen! Der Deich! Ein Bruch im alten Deich! Wenn ihr jetzt das Dorf versäumt, eure Schuld, Stechgraf, gebt's mit! Vor Gottes Thron! Das Dorf wird nicht versaufen. Ich schaffe den Wasserplatz nach meinem Krug. Und der Hofherr? Brendelhof, sag meiner Frau, das Wasser steigt. Eurer Kindervieh zum Kirchenhügel. Dort, wo ihr Kram wollt, kann niemand mehr stehen. Wer Mut hat, folgt mir. Vor die Fenster. Der Wind drückt uns ja die Scheiben ein. Auf! Rettet euch! Der Deichgraf sticht euren eigenen Krug an. Der ganze Hof wird versaufen. Thank you.
Gott hat das Opfer angenommen. Das Wasser ist gefallen, das Dorf verschont. Aber den neuen Deich, den Hauke Hain nach ihm von Gott verliehener Einsicht erbaut hat, wird niemand von euch brechen sehen.